Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, wir freuen uns einmal mehr festzustellen, dass Demokratie für uns in Mecklenburg-Vorpommern lebt. Im Hinblick auf anstehende Ereignisse vielleicht eine ganz wichtige Feststellung. Die Volksinitiative zu einem regionalen Ausschnitt der gesundheitlichen Versorgung ist die erste Stufe der direkten Demokratie, auch wenn dieser Schritt auf dem Weg zu einem Volksbegehren nicht vorgeschrieben ist. Mehr als 15.000 Unterschriften von Wahlberechtigten, es sind genau, Herr Lindner hat es schon gesagt, 19.096 Menschen, die vor Ort mit der Entscheidung der Landesregierung und der Planungsbeteiligten nicht einverstanden sind, aber am Ende die Konsequenzen der Politik tragen müssen, haben sich ganz klar zur Landespolitik positioniert. Nicht nur ein demokratisches Recht, sondern eine wichtige Auseinandersetzung mit der Lebensumwelt, mit dem echten Leben. Dafür freue ich mich. Deshalb ist dieser Tagesordnungspunkt mir persönlich außerordentlich wichtig. Besonders schön ist auch der Aspekt, dass wir auf diese Art und Weise gezwungen sind, uns mit einem Thema zu beschäftigen. Und das bei einem Thema, das bei zu vielen Kolleginnen und Kollegen ein verächtliches "Ach, die schon wieder" auslöst. Ja, wir schon wieder. Aber diesmal nicht aus eigenem Antrieb, sondern 19.096 Menschen, Herr Dahlemann, haben das unterschrieben. Diesmal sitzen wir alle gemeinsam im Boot und da steigt niemand aus und erklärt, die Landesregierung habe doch korrekt entschieden, der Träger habe entsprechende Anträge gestellt und, und. Diesmal werden wir uns gemeinsam fachlich auseinandersetzen müssen. Der zuständige Ausschuss für Arbeit, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales wird eine Anhörung zu der gesundheitlichen Versorgung in Wolgast und Anklam ganz genau zur Wiedereröffnung der Abteilungen Kinder- und Jugendmedizin sowie Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Kreiskrankenhaus Wolgast durchführen. Wir werden sehen und hören, warum die Landesregierung nicht ein regionales Versorgungskonzept entwickelt hat, das die geplanten Krankenhäuser genauso einbezieht wie die Akteurinnen und Akteure der Selbstverwaltung. Warum gibt es noch nicht das überfällige Modellprojekt? Eine integrierte Versorgung, die die Qualitätsideen der Bundesregierung und die wirtschaftlichen Zwänge der Landesregierung und der Krankenkassen berücksichtigt und zugleich Patientinneninteressen vor Ort umsetzt. In der Satellitengestaltung rund um die Uni in Greifswald liegen alle Chancen für eine zukunftsweisende Umstrukturierung der medizinischen, vor allem aber für eine Konstruierung der integrierten Versorgung. Aber da will ich auch nicht vorweggreifen. Vielleicht zieht die Landesregierung fachlich betrachtet ja noch ein rosa Kaninchen aus dem Hut. Die Aussprache heute bezieht sich auf die aktiven Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Es geht um ihren Ansatz für die Belange der Menschen vor Ort und das in Größenordnung und nicht als Individualgemecker. Dazu habe ich in diesem Hause auch schon genug gehört. Ich begrüße diesen zielgerichteten Einsatz der Menschen vor Ort und bin immer wieder erleichtert, dass demokratische Rechte ihren Weg in unser Parlament finden. Wir, Bündnis 90 Die Grünen, sehen einer umfassenden Diskussion im Ausschuss mit Begeisterung entgegen, weil wir die umfängliche Versachlichung des Themas erhoffen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus